Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle des Programms möchte ich mich von einer ganz anderen Seite zeigen. Von meiner schauspielerischen. Wir betreten jetzt eine andere Ebene. Wir befinden uns jetzt in der Hochkultur. Hier habe ich einen Dialog, Monolog vorbereitet. Es handelt sich um Wilhelm Tell. Kennen wir alle, 1802 bis 1804 geschrieben von Friedrich Schiller. Wilhelm Tell, ich kann es kurz nochmal anreißen. Mit dem Apfel, ne? Ja. Also da war der mit dem Apfel irgendwie und Wilhelm Tell hat... Also Wilhelm Tell war der Freund vom Baumgartner, der eigentlich richtig am Arsch war, wie ich das richtig verstehe, nicht? Und der sollte erschossen werden. Wilhelm Tell ist ja nur eingestiegen irgendwie. Der Typ, der ihn erschießen wollte, ist irgendwie, die haben sich besprochen, hier auf dem Rütliberg. Auf dem Rütliberg, das ist ein Berg gewesen, also in Neukölln. Der wurde aber abgerissen wegen Baufälligkeit und so. Da ist jetzt die Rütli-Schule. Und da hat Wilhelm Tell 1802 bis 1804, hat ein bisschen lange gebraucht dafür, das besprochen. Und wir, meine Damen und Herren, wir heißt mein Regisseur und Icke, ich darf ihn kurz vorstellen, Matthias Matschke. Hallo. Herr Matschke, waren Sie wieder bei mir im Kostümfundus? Also, wir beginnen jetzt mit dem Anfangsmonolog. Der geläufigste Satz bei Wilhelm Tell ist natürlich durch diese... Also, wir fangen gleich an. Sind Sie soweit? Ich freue mich. Durch diese hohle Gatze... Da geht er durch. Und es führt kein anderer Weg um... Küssner. Um die Kusshand. Also wissen Sie, mir kommt da, ist, ich habe keinen Spaß dabei. Dieses boulevardeske Bauerntheater, was Sie hier veranstalten. Das können Sie. Ganz, ganz toll, wunderbar. Schau noch mal, dass du mehr die mütterlichen Anteile in dir fasst. Nimm's aus dem Wurzelchakra. Wir fangen gerade noch mal an, Hase. Alles ist klar. Ich sag's nochmal, dieses boulevardeske Bauerntheater können Sie bei Ihresgleichen abziehen, aber nicht bei mir. Ja. Gleich kommt der Dialogpartner. Der Rudolf ist schon unterwegs. Komm, Schatz, schrie's mir nochmal. Also. Nenn mich in der Schatz, du Arschloch, verstehst du? Mein Name ist Kurt Krömer, du alte Nulpe. Ja, Herr Bolzmann. So, du Kackbratze. So, jetzt können wir das mal klären, ne? Ich werde ja mal gefragt, was ist eine Kackbratze? Kommen Sie mal raus, bitte. Kommen Sie mal raus! Stellen Sie mal hier hin! Genau dahin! So, ja? Jetzt fragen wir uns noch ein bisschen, was ist eine Kackbratze? Sie drehen sich jetzt mal schön um. Schön mal einen Kreis drehen, ja? Machen Sie mal die Ballerina. Das ist eine Kackbratze. Aber wie es im Buche steht. Herr Matschke, Ihnen ist klar, ich mach einmal Schnipp und Sie sind wieder Regisseur bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. So. Wollen wir nochmal? So, ich mach's nochmal. Oh, bitte. Durch diese Scheiße. Sorry, Textfehler. Ja, ich weiß, aber ich glaube, wir wissen alle, auf was das jetzt hinausläuft. Durch diese Scheißgasse, wenn Platz ist und nicht Gegenverkehr, kommt da jemand durch. Vielleicht jetzt? Der Rudolf ist unterwegs. Rudolf, mir geht's auf den Sack. Aktivieren vielleicht? Der Schauspieler ist aktiviert. Ja, aktivieren reicht ja anscheinend nicht. Ich warte hier eine halbe Stunde auf meinen Dialogpartner. Weck die faule Sau auf. Jetzt muss wieder einer pissen gehen. Na toll. Da kommst du aus dem Heim oder was? Herr Matschke? Der Rudolf. Das ist der Rudolf. Bist du bescheuert? Du kannst mir doch... Entschuldigung, sind Sie nicht der John Van Damme Claude von Rudolf von den Oliver aus? Richtig, mein Freund. Nur ich heiße Claude Oliver
Rudolf. Ah, Entschuldigung. Und alle meine Kinder sind auf der Waldorfschule. Hanek war ja nur ein Scherz, hat ja Matsch. Und übrigens, ich bin der Penner, den man wecken sollte. Aber es war viel zu laut, ich konnte gar nicht schlafen. Wenn Sie weiter schlafen wollen, dann können Sie doch ruhig machen. Wollen Sie ein Deckchen haben? Bist du ein Komiker oder was? Jetzt hör mal zu, Zwergnase. Ich bin eigentlich ein Fan von dir. Wenn ich mir das hier angucke, sage ich, ich war mal ein Fan von dir. Und jetzt pass mal auf, kannst was lernen. Können Sie mit? Das heißt nicht, hoho, die Gasse, scheiße, jetzt! Es geht so. Durch diese hohle Gasse wird er kommen. Denn es führt nur ein Weg nach Küssnacht. Genau so hatte ich ihm gesagt, dass er das machen soll. Nee, hat er nämlich gar nicht gesagt. Er hat nämlich ganz andere Sachen gesagt. Hör zu, Zwergnase, die Intantinie ist. Oh. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Und als allererstes entschuldigst du dich mal beim Regisseur. Nee, also das. Ja, also ich sage, Entschuldigung. Mehr mit Herz. Mit Herz? Mit Talent! Ja, ich sage mit Herz und mit Talent sage ich Entschuldigung. So, gib ihm Geld. Mit angucken. Wie, mit bescheuert? Und jetzt gib ihm Geld. Wie, was Geld? Alles Geld. Ja, Geld. Gerne, klar, gebe ich ihm Geld. Hier. Fuß raus. Und jetzt sagst du Danke. Ja, danke. Was? Ich hab ihm noch das Geld gegeben, da sag ich doch nicht Danke. Und die Nummer? Was für eine Nummer? Die Geheimnummer. Die Geheimnummer von der goldenen Karte im Portemonnaie kann ich nicht sagen, weil die ist so schwierig. Denk nach. 1, 2, 3, 4. Ja, also geht doch. Was? Entschuldigung. Hast du einen Arsch offen oder was? Du bist doch. Entschuldige dich bei allen Spandauern. Ja, nee, da trinke ich lieber ein Glas Eiter. ja. Also, ganz spontan. Entschuldigt mich. Mit Talent und mit Herzen bei allen Ohren. Geht doch. Ciao, tschüss. So, die Kameras waren aus, war. Nicht rausschneiden irgendwie. Ja, also ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ich habe es auch eingesehen, man kann ja mal irgendwie raufschlagen auf Leute. Man muss sich auch mal entschuldigen können, wa? Entschuldige mich auch bei Ihnen. Wenn man hier sieht, Oberteil, Jeans, passt ja nicht zusammen. Da entschuldige ich mich. Ich hätte Sie ja gestern anrufen können, wir hätten die Sachen zusammen rauslegen können. Ich entschuldige mich. Entschuldige mich bei Mike auch, dass ich dich hier so vorgeführt habe heute Abend. Entschuldigung. Sag, dass du das verstehst, sonst kommt der Rudolf wieder und schneidet mir eine. Ja, ich sag, Entschuldigung, ist noch jemand in der Randgruppe hier irgendwie? Ja, natürlich. Du kriegst auch. Na, dann bedanke ich mich aber mal recht herzlich hier bei Claude Oliver Rudolf und Matthias Matschke. Komm mal ab hier. Ah, bitte schön. Dankeschön. Dankeschön.